Wenn du entsprechend dem Ethos und nach dem Motto von Bitcoin lebst oder leben möchtest, also do not trust, verify, vertraue nicht, sondern verifiziere, auf gut Deutsch, dann das kann von ja, die eigenen Schlüssel, die eigenen Passwörter sicher verwahren, ja, für den Bitcoin Wallet bis hin zum Betreiben eines Full Nodes. Oder eben auch die Bitcoin-Software, die du dir downloadest oder nachdem du sie dir downloadest und bevor du sie vielleicht nutzt, selber verifizierst. Nämlich, ob das auch der Originalentwickler ist, die Signatur, also GPG und so weiter. Ja, mein Name ist Kevan Davani von der Kevan Davani Connection Show oder kurz der Davani Connection Show, eine reine Bitcoin-Podcast-Show und Bitcoin21.at. Wo Bitcoin-Anfänger, Anfängerinnen die Tools lernen können in einer Mentoring-Session von der eigenverantwortlichen Selbstverwahrung der Schlüssel bis hin zu, ja, also wo und wie nicht KYC Bitcoin kaufen und bis hin zum Betreiben eines Full Nodes und vieles mehr. Ich bin selber jetzt nicht so zu tief drinnen in der Materie. Mein Fokus ist heute einfach nur die simplifizierte Version dieser Verifizierung über Sparrow Wallet, das seit kurzem in den letzten Versionen eingeführt wurde, oder in einer der letzten Versionen, einen letzten Upgrades eingeführt wurde und das absolut ja, nutzerfreundlich, einfach, idiotensicher ist. Und ansonsten habe ich als Window-Nutzer, ja, das ist wiederum mein Fokus, es ist keine Mac-Nutzer, weil es gibt eine Reihe von Videos, Tutorials da draußen, die extrem lang und kompliziert sind, sage ich mal, für den durchschnittlichen Nutzer da draußen, für den durchschnittlichen Computer-Nutzer oder Window- oder Bitcoin-Nutzer. Und somit, ja, möchte ich einfach nur ganz kurz, überblicksartig diese zwei Tools mal vorstellen. So, schauen wir uns zunächst einmal die zwei Tools an, mit denen ich arbeite als Window-Nutzer. So, schauen wir uns also zunächst einmal die Website vom Sparrow Wallet zum Beispiel an. Das ist eine exzellente und wirklich, also eines der besten, wenn nicht sogar die beste Bitcoin-Software-Wallet für den Desktop. So, schauen wir uns also zunächst einmal die Website von Sparrow Wallet an, die bedienerfreundlichste und nutzerfreundlichste, also Bitcoin Desktop Wallet, die es überhaupt gibt. Also das muss ich dazu sagen. Also, wenn du hier auf der Website bist, sparrowwallet.com, auf Download, siehst du hier die gleich oben also letzte Version der Sparrow Wallet von Sparrow Wallet. Und also ich bleibe jetzt nur mal, es geht hier nur für Window-Nutzer. Da hat man eben hier den Windows, also die ZIP oder EXE-File, ja, die man sich downloaden kann. Und dann hat man jetzt noch zwei Dateien ganz unten, also am Ende dieses Downloads. Manifest Signature, ja, das endet mit .asc, und das kann man hier einfach mit einem Links-Maustaste speichern. Und das andere ist manifest.txt, also TXT, ja. Und dann habe ich eben zwei Tools, mit denen ich das unabhängig jetzt von Sparrow jetzt gewöhnlich verifizieren würde. So würde ich das machen. Also ich gehe jetzt mal auf die Seite mh-nexus.de und da ja, tust du dir einfach die Software HXD, also HXD, downloaden, ja, um die Checksumme, also die SHA256, also die Verschlüsselungschecksumme zu verifizieren, indem ihr dann, ja, also dann später die EXE-File dann uploadet und dann vergleicht es einfach, ja, also die zur Verfügung gestellte Zahl mit der Zahl, die dann dort erscheint, und die müsste dann identisch sein. Und das andere ist Cleopatra, und das könnt ihr downloaden auf GPG.
4win, also gpg4win.org. Ja, das werde ich auch in den Shownotes dann noch zur Verfügung stellen. Werde ich das mal zunächst mal ganz kurz. Es ist nur überblicksartig. Das ist jetzt kein Tutorial jetzt mit den einzelnen Tools. Ich möchte einfach nur aufzeigen, wie es normalerweise gemacht wird. Es gibt eine Reihe von technisch vertiefende Tutorials auf YouTube, aber leider also sehr wenige brauchbare, aber die es dann gibt, sind eher also mit Befehlszeilen, also nicht wirklich für den Durchschnittsnutzer tauglich, meines Erachtens. Oder es ist für, weiß ich, Mac-Nutzer oder für Linux oder etc. Also es ist nicht da wirklich, muss ich sagen, idiotensicher gemacht, ja, für den wirklich normalsterblichen, durchschnittlichen Nutzer, der sowieso wenig Zeit hat, sich mit allen möglichen technischen Trial and Error Geschichten dazu beschäftigen, das HXD, ja. Also würde ich dann hier über das File, ja, also die Exe-File dann uploaden, und dann gehe ich hier auf Analysis, Checksum, ja, und dann auf SHH256 und dann einfach generieren, ja. Und dann generiert er einfach einen Code da unten in diesem Feld. Und da könnt ihr einfach das dann rüber vergrößern, das Feld ein bisschen, weil es ist eine sehr lange Wurst von Zahlen und, ja, und Buchstaben. Und das müsste dann identisch sein mit dem von Softwareentwickler zur Verfügung gestellten Code oder Zahlenabfolge. Ja? Gut, das wäre mal das eine. Und das andere ist Cleopatra. Ja. Das zeige ich hier euch auch. So, und da würdet ihr sozusagen über Import, also man kann natürlich direkt über die ASC-File, die ihr dann schon downgeloadet habt, einfach sagen, okay, öffnen mit und dann mit Cleopatra oder decrypt, ne, also decrypten und signieren oder verifizieren. Aber über diese Software würde es generell mal so gehen, importieren, ja, also denn die .ASC-File importieren und das müsste dann quasi dir eine grüne Checkmark dann geben, dass dann alles in Ordnung ist, dass es der Originalentwickler ist mit der jeweiligen Key-ID. So, und da seht ihr jetzt im Sparrow Wallet, braucht ihr nur auf Tools gehen, Verify Download, also Download verifizieren und dann poppt dieses Fenster auf, ja, Verify Download. Ich möchte jetzt Sicherheitsgründe jetzt nicht den Background da jetzt beleuchten, beziehungsweise zeigen. Und da seht ihr schon verschiedene Felder, Browse, ja, und da könnt ihr einfach den File, den ihr schon downgeloadet habt, also GPG oder .sigt oder .asc-File, einfach uploaden hier in der Signatur und dann einfach verifizieren, ja. Und dann würde ich euch einfach dort die Abfolge, also die grünen Checkmarks, zeigen, dass dann alles in Ordnung ist. Es ist das Originalentwickler mit der verifizierten Signatur, GPG und so weiter. Ja, also einfacher, wirklich kann man das nicht machen und genauso hätte ich mir das für jede andere Software auch vorgestellt, für den durchschnittlichen Nutzer. Natürlich, ja, ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute da draußen gibt, die sehr befähigt, versiert sind oder sehr erfahren sind in der Anwendung von was auch immer, Linux und Befehlszeilen eingeben, Kommandos und diese Software und diese und andere Software und so weiter. Aber es geht einfach nur darum, dass bevor man eine Software nutzt, damit man die Sicherheit hat, auch dass da jetzt nicht in der Zwischenzeit was manipuliert wurde oder was vorgetäuscht wurde oder was manipuliert wurde oder ersetzt wurde oder die Software irgendwie ja, gefälscht wurde ja. Und somit ja, habt ihr dann somit die Sicherheit, bevor ihr das Ganze dann nutzt, dass die GPG-Signatur beziehungsweise der persönliche, also der eigene ursprüngliche Entwickler und die Signatur alles stimmt, seine Richtigkeit hat, seine Ordnung hat und dann könnt ihr schon beginnen, mit der Software zu arbeiten. Gut, das war's dann schon eigentlich. Mein Name ist Kevan Davani, ich bin der Host der Davani Connection Show, eine reine Bitcoin-Show, Interviews, Tutorials und ich werde es auch vermehrt für die deutschsprechende Bevölkerung, für die deutschsprechenden Bitcoin Beginner oder Anfänger Bitcoin Mentoring Sessions. Also das ist hier übrigens meine Website und das ist hier die Website bitcoin21.at. Könnt ihr einfach das Angebot, die Werte, das Ethos, die meistgefragten
ja, Fragen und ja, Telefonnummer, Kontaktadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und natürlich auch ein Calendly, also wo ihr die Termine vereinbaren könnt für ein, ja, entweder persönliches oder online Bitcoin-Mentoring-Session. So, ich freue mich schon auf das nächste Interview bzw. auf das nächste Video, das ich für euch bereitstellen werde. Und mein Name ist Kevan Dabani. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Tschüss.